Stufe 3. Ich hab noch ein Flugzeugteil der Stufe 3. Okay. Brauche ich die Nassau gar nicht nehmen. Ich habe eine OB. Gut. OB. So, die ganz kleinste Stufe. Die ganz kleinste Stufe hätte ich auch noch welche. Stufe 1 mit der Dresden. Eine Pfannrunde. So. Ja, da wollen wir noch ein bisschen andere und noch kleine Projekte machen. Vielleicht kommt ja noch ein paar Ideen zu mir. Und übrigens, lasst euch ein bisschen bei Minecraft überrascht sein, weil ich habe da jetzt ein sehr großes, sehr geiles Grafikpaket jetzt reingemacht. Hab's doch noch geschafft. Ich habe halt, der Kollege, der mir das geschrieben hatte, per Shot sozusagen, hat mir gesagt, kannst du das nicht irgendwie einstellen, dass du ein bisschen bessere Grafik einstellen kannst. Ich hatte erst mal gesagt, nee, ja, weil ich es nicht besser wusste. Und dann hätte ich es doch noch hingekriegt. Und lasst euch mal ein bisschen überraschen. Hanuta wird bestimmt sich auch ein bisschen überrascht sein, wie die Welt jetzt aussieht. Ja. Schauen wir mal. Und wir haben entschlossen, noch ein bisschen... erinnerst du noch dich, wo wir so eine Mauer gemacht haben, wo wir das ganze Wasser aufgehalten haben? Dann müssen wir noch mal ein Stück da weiter raus machen, weil wir da das ein bisschen zu klein ist, weil wir wollten da eigentlich so ähnlich wie so ein Lavafeld machen und dann halt quasi so Gefängnisse da draus drunter machen. Dass die Leute da nicht abhauen durchs Wasser. Also so ein Schützengraben. Ja, sowas in der Art. Bloß, dass da halt ein Lavasee ist halt. So. Der Schützengraben muss mindestens 3 Blöcke oder 2 Blöcke groß sein. Und dann spielen wir zum ersten Mal die Dreier. Ach nö, Dreier-Vierer-Runde. Bin lange nicht mehr Dreier gefahren. Machen wir das halt doch mal als Fun. Als letzter Abschluss heute. Mal sehen, ob wir dieses Mal gewinnen. Ich denke mal schon, dass wir gewinnen. Stufe 4 gewinnen wir, Stufe 5 gewinnen wir, aber bei Stufe 7? Nee. 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 Zu B. Dann mache ich für euch B auf. Weil die zwei Zerstörer fahren anscheinend die andere Seite. Zu A und C. Also C und A fahren sie. C und A? Ja. C und A. Okay, hier wird gerade beschossen. Wo seid ihr denn? Hier. Ich mach schon mal den ersten. Ja, du klärst ihn gerade noch für dich auf. Fortuka hab ich aufgeklärt, ist auf dem Weg. Richtung B. Ja, Richtung B, Rio de Janeiro. Ja. Jetzt komme ich nicht mehr klar, da kommt noch ein Zerstörer auf euch zu. Und so weiter und so fort. Ja, deswegen brauchen wir mal richtige Aufklärung, aber unser Zerstörer... Verstehe halt nicht. Okay, Rio de Janeiro ist gerade im Urlaub. Hab zwei Torps jetzt gelassen. Fahr ich zu dir, geh ich zu de Janeiro und schieß den erstmal ein bisschen ab. Kann ich gerade nicht, weil ich gerade nichts aufgeklärt habe. Außer bei A ist was drin. Fahr am besten bei den zwei Inseln vorbei. Ich könnte nur eine Argano schießen. Das ist gerade das einzige Schiff, was in Reichweite ist.
Komm, Maike, Maike. Nein. Bewegt er sie jetzt, oder? Ja, ich anscheinend. Ich hab Kreuzer gesagt, er soll zurückkommen. Der Rio de Janeiro ist wieder aufgewacht. Nachdem ich ihm jetzt zwei Tops gegeben hab. Oder warten wir mal kurz. Doch nichts getroffen? Gut, das ist merkwürdig. Kongo Taka frisst gleich die Zitadelle. Hey, oder auch nicht? Okay, da hat sie von der. Ich muss sagen, dass sie die Bomben verbessert haben. Also, wo ich immer das letzte Mal die Bomben gespielt habe, gab es sowas schneller. Da hatte ich solche dämlichen Probleme. Aber seitdem ich dann aber jetzt schon mit den jetzt spiele, haben sie es verbessert, die Balancing wahrscheinlich. Muss ich sagen, also. Aber ich finde es irgendwie unlogisch, dass sie jetzt die Flugzeuge nicht als Beobachtung reingemacht haben. Das finde ich irgendwie Quatsch. Ja. Die haben ja alle Flugzeugträger verbessert. Ja, hab getroffen. Hab's gesehen. Alter, meine Streuung. Das ist aber trotzdem. Autsch! Autsch! Ja, Alter! Mich runtergelutscht. Das heißt, ich störe hier. Nee, in der Nähe ist. Rio de Janeiro wird gerade bei mir gerade schon gehabbelt. Ja. Bei mir auch. Er wird auch schön penetriert. Aber die ist gleich hinter Berg, kann ich nicht mehr beschießen. Krieg ich noch? Nee. Warte. So, dann gehe ich wieder mit. Okay, ich bin raus. Komm, scheiß Zerstörer, Fotze. Na? Sorry, aber. Ich musste mal. Du musst raus. Ja. Meine Fresse. Da will ich doch nicht hin. Flugzeuge, jawohl, und weiter geht's. Ja, einer kriege ich auf jeden Fall noch. Jawohl. Der erste Torp. Die nächsten zwei kriegst du auch. Jetzt abschmeißen. Ja. So, jetzt kann ich nur noch warten. Ja, zwei Treffer. Also ihr kriegt die Rio de Janeiro. 22.590 Schaden. GG. Ich hab 26.600. Das ist super. Aber wir müssten mal langsam einnehmen. Kannst du mal deine Kollegen fragen, wie soll man einen Punkt einnehmen? Kann ich machen. Wenn ich mit meinem Flugzeug
Kannst du ja auch so machen mit. Guckst den Punkt an und dann sagst du A oder B einnehmen. Ja. Noch weiter nach rechts, noch weiter rechts, einlenken, rechts einlenken. So triffst du gar nichts. Wenn sie ankommen, ist er schon weg. Ah. Jetzt runter, genau so bleiben jetzt. Jetzt mit rechts einlenken kurz. Nach links und dann abschweifen. So, warten wir mal kurz. Ja! Ja! Nochmal 30.000. So. Diesen Bereich erobern. Auf Jungs, das kriegt ihr jetzt wohl noch hin, oder was? Sind zwei Schlachtschiffe, die gerade momentan hier sehr schön befeuert werden. Oh, was nehme ich denn jetzt? Nimm den da, auf du gerade zufliegst. Rechts einlenken, rechts einlenken. Genau. So. Ja, da denkst du. Und nimm den Phoenix. Kannst du rauskaschen, den Phoenix. Wenn du mit Bomben kommst. Nächste Draht und nimmst du deine Bomben und klatscht die Phoenix raus damit. So. Warten wir mal kurz. Jawohl! Hey, die haben es sogar mal geschafft. Wow. B anzunehmen. So, Kollegen. So, der eine Rio de Janeiro ist durch. Und jetzt die Phoenix. Brauchst jetzt nur noch Bomben schmeißen. So raus. Gefecht schön hinten am Arsch anfliegen lassen. Wie du jetzt gerade bist. Jetzt geht gerade schön rein. Warten, 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 warten. Noch ein Stückle. Schmeiß! Nein! Jetzt schmeißen soll. Ja. Dann geh auf die Welle hier damit. Hä? Hab ich was getroffen? Ne, die ging daneben. Aber du kannst noch einen Angriff machen auf die Phoenix. Oder Reliki, je nachdem, was du nimmst. So, man hab jetzt die nächste Welle. Ey, das muss doch jetzt zu schaffen sein, also. Mit den Punkten sieht's halt schlecht aus gerade. Die Gegner gerade echt gewinnen. Kannst auch mit dem Träger dann vorrücken. Sich hier neben der Insel hinstellen, da wo du gerade dran vorbeifliegst, links von dir. Autopilot aktiviert. Hast du nicht so weit einen Anflug? Ich glaube, das müssen wir noch schaffen. Ja, guck mal, der Phoenix hat ja auch nichts mehr fast. Ja, hat er noch, weiß ich nicht, 50, 60 Leben hat die noch. Ich ballert gerade auf was? Okay. Dann kann ich mir ja schön die Phoenix holen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Hochsteigen und. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Du hast einen Angriff, kannst du noch machen damit. Oh,
Boah, Leute, das wird sauknapp in der Zeit. Ich weiß nicht, was unsere Zerstörer hier bei C macht, aber... Genau das meinte ich, Leute. Mir dann sagen, ja, ich soll besser spielen. Ist klar. Er kann zu A reinfahren. Er ist ja eh in der Nähe. A in der Nähe. Nee, die Runde haben wir verloren. Ist er wieder? Das muss man doch mal rauskriegen, ey. Wetter ist schwer. Muss man einfach anspucken, dann ist er raus. Bin jetzt ausgewichen. Komm, mach hin! Komm! Sind die ausgewichen? Ja, ist schon wieder ausgewichen. Ja. Ich hab's nicht mehr so weit. Achtung, der Störer ist vor dir. Seh es. Und er war raus. Jetzt will er dich beschießen. Ist mir jetzt egal, ich bin jetzt noch über die Luft, ich kann jetzt nicht mehr. Torpedos voraus! Torpedos auf Backbord! Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie! Wir laufen schnell voll! Ja, und das ist das typische. Warum nimmst du Torps, Mensch? Schieß den doch einfach ab! Boah, Digga! Ja. Digga, das ist echt der Hammer. Und genau deswegen kritisiere ich die Leute. Ja. Aber trotzdem ein gutes Match wegen mir, weil ich habe ja schon vieles gemacht. Ja. Naja. So. Bitte. Wollen wir noch in Stufe 4 oder wollen wir noch mal in Stufe 5? Ja, das eine Stufe noch und dann. Dann spiele ich wieder mit meiner Mexiko.